Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Dragon Age Inquisition. Ja, wir wollen uns hier mal aufmachen nach Valamar. Wir hatten ja vor ein paar Folgen den Schlüssel bekommen. Ups, was war das? Irgendeine Quest. Und ja, sollen dort den Anführer, glaube ich, töten, weil diese Leute da von diesem Anführer oder beziehungsweise der Anführer, der plant irgendeinen Angriff. Und wir sollen denn jetzt, natürlich, wir sind ja der Held der Welt, wir müssen ihn jetzt aufhalten. So, nehmen wir den Blutlotus hier mal gleich noch mit. So. Irgend so ein Dolch. Das Lager hier ist aber nicht schon immer da, glaube ich. Das ist meines Wissens neu. So. Dann gehen wir mal dort rein. Mal sehen, was uns da so erwartet. Ich weiß jetzt übrigens, ich habe mal nachgesehen, wieso wir letztens in der Sturmküste nicht in dieses, ja, wie soll man das sagen, durch diese Tür konnten, wo es Richtung Rotes Lyrium geht. Weil ich habe mal nachgeschaut im Internet, man kann das erst betreten, wenn man Stufe 16 oder höher ist. Also müssen wir dann irgendwann, wenn wir dann Stufe 16 oder höher sind, wieder mal zurück an die Sturmküste und dort nochmal hingehen. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Aber also mich würde das auch irgendwie ein bisschen wundern, wenn die Sturmküste an sich als Gebiet jetzt erst ab Stufe 16 wäre, weil die Gegner sind da auch Stufe 10 oder 11 und es würde mich dann doch schon sehr wundern, wenn man da erst ab Stufe 16 hin soll, weil das wäre ja viel zu leicht dann. Deswegen glaube ich, an sich waren wir in dem Gebiet schon ganz richtig mit unserer Stufe. Nur dieses Zusatzgebiet dort hinten, das ist wohl erst ab Stufe 16 betretbar. Wieso auch immer. Weiß nicht wirklich, was sich BioWare dabei gedacht hat, aber das ist auf jeden Fall so. Deswegen müssen wir uns damit dann noch ein bisschen gedulden. Und jetzt sind wir auch schon hier. So. Mal Muss ein alter sehen. Zugang zu den tiefen Wegen sein. Sieht uralt aus. Zu den tiefen Wegen? Ernsthaft jetzt? Also für die Leute, die Dragon Age Origins damals nicht gespielt haben, beziehungsweise die generell die Vorgänger. Ich weiß jetzt nicht, ob die tiefen Wege bei Dragon Age 2 auch vorkommen. Auf jeden Fall sind die tiefen Wege ja ein Gebiet bei den Zwergen, das okay. Das für seine unfreundlichen Bewohner in Anführungszeichen bekannt ist. Also dort gibt es allerlei Kreuchs und Fleuchs und böse Leute und alles Mögliche. Also da möchte man ohne Waffe nicht gerne lang gehen. Mich wundert das nur, dass das jetzt. Ups. Mich wundert jetzt nur ein bisschen. Wieso hängt ihr denn da unten? Lol. Ist sie denn jetzt heruntergeflogen? Mich wundert nur ein bisschen, dass das jetzt hier ein Zugang zu den tiefen Wegen sein soll, weil wir sind hier in der Nähe von Radcliffe und wenn man die Karte von Dragon Age Origins ein bisschen kennt, dann ja. Sind eigentlich. Wo sind die denn? Sind eigentlich die
tiefen Wege sehr viel weit weg, sehr viel weiter weg als Radcliffe oder sowas. Also, es ist eigentlich extrem weit auseinander, deswegen wundert mich das jetzt gerade so ein bisschen. Das macht jetzt so gerade geografisch gesehen nicht wirklich Sinn. Aber, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie weit wir durch den Ladescreen hier plötzlich gereist sind, virtuell. Den Dragostein hier nehmen wir mal noch mit. So, jetzt haben wir auch schon die eine Requirung. Allerdings glaube ich, dass, was ist denn da noch? Allerdings glaube ich, dass wir den auch gebrauchen können für diese Spezialisierung unseres Magiers. Oder war das nochmal was anderes? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, hier haben wir noch ein Säckchen. Ich wusste doch, dass da hinten noch irgendwo was versteckt ist. Ich hoffe, wir können hier nicht runterfallen. So, hier ist jetzt nichts mehr, dann gehen wir mal wieder hoch. Ich finde ja unseren Stab echt schick. Also der hat irgendwie wirklich was. Zudem ist der auch scheinbar wirklich richtig gut. Auf jeden Fall kommt mir das so vor, als würden wir unsere Gegner viel schneller töten als vorher. So, was gibt es hier hinten noch? Meine Begleiter sind irgendwie wieder 10 Meter hinter mir oder noch mehr. Irgendwie. Was ist denn hier? Okay, das kann nur mit einem Mechanismus geöffnet werden. Okay. Dann müssen wir scheinbar von der anderen Seite kommen. Aha, wir gehen jetzt außenrum. Bis wir da die Leiter hochgeklettert sind, sind wir auch gleich hier hochgelaufen. So. Mein Gott, was für Geräusche hier. Das ist ja krass. Was ist denn da mit Nehmen? Nehmen? Da war doch noch irgendwas. Oder auch nicht. Ja, hier haben wir noch ein Täschchen von irgendeinem Gegner. Was haben wir denn hier? Oh, lecker Würstchen auf dem Tisch. Sonst noch irgendwas? Nicht wirklich. Aber hier können wir... Komm mal her, Cassandra. Mach das mal auf hier. Vielen lieben Dank. Jetzt will ich mich hier mal ein wenig umsehen. Was ist das denn? Ein Eimer? Oh. Okay. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass es hier sowas zu holen gibt. Verstärkte Vorreiterpanzerung. Okay, das war's dann hier in diesem Kämmerchen. Gehen wir mal weiter. So. Wo ist die nächste Tür, wo wir anklopfen können? Kann das Cellar öffnen? Tatsächlich. Danke sehr. Sehr freundlich. Lass mich jetzt noch durch. Der Handelsposten. Okay. Irgendwie ein komischer Ort, um zu handeln hier unten. Aber, ja, wie sagt man immer, gibt's doch irgendeinen Spruch mit anderen Sitten und so weiter. Oh. Ach, toll. Bei der riesen Behältnis, versprochen. Bei diesem riesen Behältnis hätte ich ja irgendwie mehr erwartet. Dass da irgendwie mehr drin ist. Oder was Besseres zumindest als so ein grauer Dolch. So. Dunkle Brut. Das wird nicht die letzte sein. Dunkle Brut?
Okay. Nochmal zur Info. Falls jemand nicht Dragon Age Origins gespielt hat. Die dunkle Brut, das ist, ja, das sind quasi so Dämonen und Dämonenbeschwörer und also ein Käse, die damals die Welt bedroht haben. Gibt's echt seltsame Geräusche. Aber scheinbar müssen wir dort rein. Haben wir hier hinten noch was? Nö. Ich guck ja gern immer in jede Ecke. So. Jetzt guck mal her hier. Ich mach euch damit jetzt platt. So. Das war's schon. Der hat aber nicht lange gelebt und viel auszusetzen hatte er auch nicht. Okay. Haben wir noch was zu lesen? Erstmal alles einsammeln, was hier jetzt rumliegt. Evergewebe. Also, lesen tun die hier scheinbar echt gerne. So viele Bücher, wie hier rumliegen. Beobachtet. Persönliche Notiz. Wo ist hier eine Quest? Zwergisches Handrad. Gefundene Handräder. 1 von 2. Okay. Damit können wir scheinbar irgendwas anstellen. Fragt sich letztendlich nur was. Mein Gott, ist das viel zu lesen. Ich habe so manchmal das Gefühl... Okay, dafür brauchen wir jetzt noch das zweite. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass man solche Spiele auch einfach als Buch spielen kann. Also so viel, wie man hier lesen kann. Hallo und tschüss. Wow, was war das denn? Matrix Slow Motion Effekt. Was wackelt der denn da so beim Boden? Okay, jetzt müssen wir irgendwo das zweite Handgrad aufgabeln. Das scheint hier drin zu sein. So, Sarah. Komm mal her. Wir brauchen dein Talent. Hallöchen. Okay, es ist ja gar keiner da. Schade. Gut, dann räumen wir hier mal alles aus. Bin ich mega für. Und ich glaube, ich muss jetzt, wo ich mit dem MSI Afterburner aufnehme, nochmal die Grafik etwas runterstellen. Weil es teilweise unter 30 FPS geht und das ist nicht schön. Und irgendwer rennt da draußen rum. Was ist denn jetzt dieses... Achso, wir haben das Handrad schon aufgesammelt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schild der dunklen Brut. Plan. Ja, jetzt haben wir voll den Plan, ey. Was ein schlechter Wortwitz. So, sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Kommt mal her. Boah, der hält aber viel aus. Und du auch noch. So. Euer Mist. Sammel ich auf dem Rückweg ein. Was haben wir denn noch hier unten? Oder wen, eher gesagt? Da steht ja einer. Warlock Alpha. Okay. Was sind das für Matrix-Effekte hier? Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Au. Oh, kennt ihr das? Wenn euer Fuß einschläft, so dass ihr den Null spürt. Oh, scheiße. So, ich hab's gerade gar nicht gemerkt, bis ich mein Bein bewegt habe. Oh, wieso nehme ich eigentlich jedes Mal diese Fähigkeit, wenn derjenige schon tot ist? Huch, was
habe ich denn jetzt gemacht? Was hat das jetzt gebracht? Irgendwie habe ich jetzt keine Ahnung, was das gerade gebracht hat. Seltsam. Vielleicht war das nur irgendein Gimmick, damit man sich voll wichtig vorkommt oder so. Hier ist gar nichts. Schade. Na gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Wir können ja jetzt hier das zweite Handrad dran basteln. Wollen wir jetzt hier den Schrott von den Leuten, die wir getötet haben? Wie ist da nur eins von übrig geblieben? Fläschchen der dunklen Brut. Okay. Sonst haben wir hier in dem Raum alles. Okay. Jetzt mal die... Achso, wir müssen erst da dran drehen. Na gut. Okay, Nummer 1. Wenn ich mir das so ansehe, ist da doch sicher was Gutes dahinter. Oder was Übles? Uns ist beides recht, oder? Ist das hier eine Schatzkammer oder was ist das? Eine Schatzkammer mit Leuten drin. Finde ich ja jetzt nicht nett. Oh. Sogar irgend so ein Elite-Vieh. Oh man. Der schwingt hier aber ganz schön seine Keule. Eingefroren. Bam. Da hinten ist noch irgendwo einer. Toll. Jetzt hat der nur so einen Scheiß gedroppt, oder was? Ach, da steht einer. Was macht der denn da? Wartet der gemütlich, bis seine Kollegen getötet wurden. Das ist aber nicht gerade nett. So, jetzt mal hier den ganzen Scheiß einsammeln. Noch ein Mosaikteil. Muss man eigentlich 12 hier in diesem Gebiet finden oder generell 12 einfach nur? Oh, Bianca Bogen 3. Da haben wir noch ein bisschen Dragostein. Hier hinten. Nichts mehr. Den da nehmen wir noch mit. Klopf, klopf. Wie so eine ultra fette Schatzkammer. Ist hier aber wenig, oder? Schade, dass man diese goldenen Rahmen nicht mitnehmen kann. Die würden wahrscheinlich noch ein bisschen was bringen. So, ein bisschen Gold. Was haben wir hier noch? Hauch des Herbstes. Okay, das war ein Stab. Sollten wir gleich mal kurz reingucken. Dragosteinchen, komm zu mir. So, was ist das jetzt? Sieht ganz so aus. Okay, dann gucken wir mal einmal. Ach, falsch. So, ins Inventar wollte ich. Was ist denn hier mit dem Hauch des Herbstes? Boah, der ist sogar besser. Aber den können wir erst ab Stufe 14 tragen. Und den dann ab Stufe 15. Oh, wir haben richtig coole und richtig viele Stäbe jetzt, die wir so nach und nach alle benutzen können, wenn wir die entsprechende Stufe haben.
kann nur mit einem besonderen Mechanismus geöffnet werden. Ich dachte, diesen besonderen Mechanismus, den hätte ich gerade benutzt. Komisch. Naja. Dann halt nicht. Wenn man nicht will, dass wir da reingehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt deren Anführer umgebracht. Und das heißt hoffentlich, dass die uns nicht mehr auf den Sack gehen. Beziehungsweise uns nicht mehr angreifen. Denn wir sollten ja deren Angriff vereiteln. Und dann denke ich auch mal, dass wir hier soweit alles erkundet haben. Und schade, dass man da übrigens nicht da drüben hin kann. Das ist wahrscheinlich nur so Gimmick, damit das hier so ein bisschen interessanter aussieht. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen in der heutigen Folge. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Dragon Age Inquisition. Macht's gut. Ciao.